Üben, üben, üben und die Muskulatur locker machen. Grundvoraussetzungen für eine gute und volle Stimme. An diesem Abend werden in der Pfarrkirche St. Michael in Schwabmünchen nur noch Feinheiten geprobt. Denn das Stück, das den Chor bis nach New York bringt, sitzt. Es wurde bereits 2017 aufgeführt. Die Kirchenmusik in Schwabmünchen leite ich seit August 2001, also mehr als 18 Jahre. Und Kirchenkonzerte mit Chor und Orchester machen wir seit 11 Jahren. Und die kommen sehr gut an. Einmal pro Jahr ein großes Chor- und Orchesterkonzert. Und da haben wir auch schon öfters Werke aufgeführt, die nicht so gängig sind. Und da war eben das Jenkins Stabat Mater im Jahr 2017 dabei. Und aufgrund dessen wurden wir anscheinend auch ausgewählt, dass wir nach New York dürfen. Die Anweisungen von Stefan Wagner sind äußerst präzise. Zusammen erarbeiten sie die letzten Feinheiten von Takt zu Takt. Da heißt es leise singen, aber mit viel Spannung. Oder geheimnisvoll singen. Bis zu einzelnen Noten wird alles genau bedacht. Hier verbinden sich Arbeit und Leidenschaft zu etwas Schönem. Hosanna, Hosanna, Alleluia. In New York werden die Sängerinnen und Sänger vor einer neuen Situation stehen. Denn dann wird nicht Chorregent Stefan Wagner vor ihnen sein, sondern der Dirigent Jonathan Griffith. Allein das ist schon ein Abenteuer. Ich muss meinen Chor in fremde Hände abgeben. Es sind also einige Sachen wie Absprachen und die kleinen Feinheiten liegen dann wirklich bei dem endgültigen Dirigenten und nicht bei mir. Und es sind insgesamt ein Dutzend Chöre, denke ich. Also da gibt es auf dieser Internetseite 3 englische Chöre, 6, 7 deutsche Chöre, 3 amerikanische, eine aus Brisbane. Die wirken da alle zusammen. Und ich denke, wir aus Schwabmünchen sind mit 41 Sängern nicht mal die kleinste Gruppe, weil ich hätte nicht gedacht, dass so viele mitfahren. Am Anfang habe ich gedacht, 20 Leute, mehr nicht. Sie sind schon dabei? Ich bin auch dabei. Ich darf dann mitsingen. Ich habe das Werk noch nie mitgesungen. Also ich lerne es erst in Amerika. Aber als Dirigent muss ich es schon irgendwo können, ja. Viel Zeit bleibt auch nicht mehr. Am 18. Januar geht es ab nach New York. Am 21. ist dann das Konzert. In einer Stadt, die, so heißt es, niemals schläft und, so sagt man auch über New York, wer es hier schafft, schafft es überall. Also für mich persönlich ist es eine Ehre, in der Carnegie Hall aufzutreten. Ich wollte schon immer ein Konzert in der Carnegie Hall selber erleben, aber dass ich selber da jetzt auftreten kann, damit habe ich nicht gerechnet. Ich freue mich vor allem in dem Moment auf die Professionalität von dem ganzen Ensemble und von den Chören, weil ich eigentlich selber auch für mich immer die höchste Professionalität anstreben will, die irgendwie geht. Und da bin ich echt gespannt drauf, wie das da bei den Profis abläuft. Klar bin ich aufgeregt, das ist logisch, vom Vorbereiten her. Also sängerisch jetzt nichts weiter, da haben wir, denke ich, da genügend Proben hier. Aber ansonsten halt, was gibt es für Sehenswürdigkeiten, was kann man in der Kürze der Zeit natürlich machen. Ein Kirchenchor aus Schwabmünchen in der Carnegie Hall in New York. Das ist aufregend. Neben den Proben vor Ort und dem Auftritt am 21. Januar ist noch ein bisschen Zeit, um die Stadt auf sich wirken zu lassen. Stefan Wagner hat da auch schon eine Idee. Es gibt, nachdem wir 2 halbe Tage proben, ist im Rahmenprogramm nicht so viel möglich. Das Einzige, was ich als katholischer Kirchenmusiker anbiete, ist halt, dass man in der St. Patrick's Cathedral, ich glaube, das ist die 11. Kirche der Welt, einen Gottesdienst am Sonntag besuchen. Da haben wir Zeit. Da sind 10 Minuten vom Hotel dahin. Und da singt auch jeden Sonntag der Chor. Und es würde mich als Kirchenmusiker interessieren und hoffe ich auch den Chor, dass der da Interesse hat. Ein Hinweis noch für alle, die nicht das Glück haben, das Konzert in der Carnegie Hall mitzuerleben. Der Schwabmünchner Kirchenchor wird Stabat Mater von Sir Carl Jenkins noch einmal singen. Am 6. April 2019 um 19 Uhr führen wir das hier nochmal auf in Schwabmünchen. Üben, üben, üben und dann einfach schön singen. Von Schwabmünchen auf die ganz große Bühne nach New York.